Oh Mann, mein Zauberstab hat schon wieder dicke Eier. Ich glaube, der muss mal wieder richtig abspritzen. Wie war das? Zauberstabus abspritzus. Ja, meinen muss ich auch mal wieder leer machen. Der ist voll bis oben hin, da kommt die Brühe rausgeschossen wie sonst was. Oh Mann, seht euch das mal an. Das ganze Sperma sammelt sich am Himmel und bildet ein Schutzschild. Ja, in einem Zauberfilm hat sogar Sperma magische Kräfte. So viel Sperma. Ah, lass mich doch mal durch. Ah, jetzt nicht, Luna. Mann, lass mich in Ruhe. Manchmal stecke ich mir meinen Finger im Mund und dann weiß ich und dann denke ich ganz so der Kacke. Alter, Luna, was laberst du denn da? Manchmal stecke ich mir meinen Finger in den Mund und dann stecke ich nach. Ich glaube, ich kotze gleich. Und wenn ich manchmal meine Angst hingasse, dann stinke ich nach Zwiebel. Oh Mann, Luna, ich respektiere deine Behinderung ja wirklich, aber das war echt einfach zu widerlich. Das Einzige, was noch ekliger wäre, wäre ein riesiger Spermaschirm, der die Schule umhüllt. Oh, nein, da ist ja wirklich einer. Wo bin ich denn hier nur gelandet? Oh, lecker. Was Luna da eben gelappt hat, war echt zu viel für mich. Zum Glück bin ich sie losgeworden. Jetzt muss ich nur irgendwie die Synchro des Todes finden. Aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich suchen soll. Hier im Keller scheint niemand zu sein. Oh, Entschuldigung? Kannst du mir vielleicht sagen, wo Lord Voldemort die Synchro des Todes versteckt hat? Hey, warte doch mal, es ist total unhöflich, jemanden seine Frage nicht zu beantworten. Du scheiß Bitchgeist. Unhöflich ist der Unhöfliches tut. Ja, das ist ja echt eine super Lebensweisheit, aber kannst du mir jetzt mal meine Frage beantworten? Nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Sag mal, verarschst du mich? Wenn du Erfolg willst, musst du selbst den Stift halten, der deine Lebensgeschichte schreibt. Wer anderen eine Bratwurst brät, hat selbst den Bratwurstbratgerät. Was soll das denn? Sag mal, denkst du, du bist die Einzige, die dumme Sprüche machen kann? Ich kann das auch. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Seht nur, was ich für ein hübsches Kleid anhabe. In Hogwarts haben sie mit ihrem Sperma einen Schutzschild erstellt. Wir werden jetzt mit unserem Sperma zurückschießen. Aber, mein Herr, wir, Was? Wissen doch den Zauberspruch dazu gar nicht. Der Zauberspruch ist Zauberstabus Abspritzus. Wegen deinen dummen Sprüchen habe ich jetzt das mega coole Sperma-Feuerwerk verpasst. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Und hör auf, die ganze Zeit vor mir wegzufliegen. Ich habe dich was gefragt. Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg. Alter, die Nummer mit den Sprüchen macht dich echt kein Stück cooler. Das ist total dumm. So, jetzt ist aber mal gut hier. Ich versuche die ganze Zeit ein mysteriöser Geist zu sein und an allem, was ich tue, wirkst du nur rum, du Arschloch. Alter, habt ihr den Blick gerade gesehen? Ich glaube, ich habe mir in die Hosen geschissen. Hey, du Geistfrau, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich wollte nicht so unhöflich sein, aber in der Anwesenheit von so geilen Bitches wie dir bin ich immer total nervös. Du findest dich denn eine geile Bitch? Ja, ich habe schon seit einer halben Stunde einen Ständer. Ich glaube, ich werde feucht. Was ist denn jetzt los? Warum stöhnst du denn so? Bist du etwa geil? Ich meine, das stört mich nicht. Auch geil. Ich bin immer geil. Aber ich meine, du bist ein Geist, oder? Wenn du so stöhnst, bist du echt schön. Wunderschön. Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Ich will deinen Schwanz. Ich glaube, jetzt bleibt die Szene nicht mehr ganz jugendfrei. Ich will, dass du mir deine Kinder in den Bauch spritzt. Ja, da habe ich eigentlich keine Einwände dagegen. Wann geht's los? Jetzt gleich. Komm mit mir, wenn du mich ficken willst. Ja, dann Hose auf und los. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet.
Oh ja, Helena Ravenclaw. Harry Potter. Oh, ich hatte noch nie Sex mit einem Geist. Was, das war's schon? Ja, danke für die schnelle Nummer. Ich bin einmal weg. Ruf mich wenigstens an. Oh Mann, das erste Mal in der ganzen Synchro hatte ich wirklich Sex mit jemandem. Das muss ich sofort Hermine erzählen. Oh. Alter, was für ein schönes Feuerwerk. Ja, find ich auch. Einer von uns beiden wird in diesem Film noch sterben. Ja. Ich hoffe, das bist du. Ja. Um bei Hermine einen guten Eindruck zu hinterlassen, muss ich irgendwie das Tor hier aufbekommen. Naja, ich versuch's mal so. Sesam, öffne dich. Siehst du, Hermine? Das habe ich aus Sindbad und die 53 Räuber, weißt du? Alibaba. Und es waren 40 Räuber, du Vollidiot. Oh Mann, ich glaube, die Schule brennt. Oh Scheiße, und da kommt die Armee Lord Voldemort. Wartet! Ha, ihr Wichser, unser Schutzschild ist viel stärker als ihr. So, Hermine, jetzt hör mal auf, so geschäftig in deiner Tasche rumzuwühlen und halt mal den Basiliskenzahn, der überhaupt nichts mit der Szene zu tun hat. Was machst du denn? Wir kennen uns jetzt schon, glaube ich, seit 5 Jahren oder so und ich wollte dich fragen, willst du meine Frau werden? Nee, du, lieber würde ich mich von der riesigen Welle, die aussieht wie Lord Voldemort, überschwemmen lassen. Na gut. Hä? Was ist denn jetzt los? Oh, scheiße, Ron, das mit der Welle war doch nur ein Witz. Na so, ja, das kann ich doch nicht wissen. Das war schön. Oh Mann, das war mein erster Kuss. Was? Ihr erster Kuss? No. Ach du Scheiße, ich glaube, unsere Spermahülle reißt. Oh nein, wir werden alle sterben. Schnell, gib mir meine Hand. Hier. Scheiße, Mann, unsere Arme sind zu kurz. Ich habe die ganze Welt zerstört. Ich bin der Böseste und der Stärkste. Alles steht in Flammen. Oh nein, Lord Voldemort hat die ganze Welt zerstört. Nein, warte mal, wenn die ganze Welt zerstört ist, warum sind denn hier noch so viele Menschen? Das ist geil, das ist geil. Hurra, hurra, die Schule brennt. Ah? Ich glaube, Lord Voldemort hat euren Schutzschild verbrannt. Das heißt, wir werden euch jetzt töten? Vive la France? Oh, scheiße. So leicht tot, ihr Dummwichser. Ja. Weißt du, ich habe deine Zahnbürste benutzt. Ja. Wäre mein Arschloch. Ja.